Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Sorry, wenn ich noch ein bisschen müde klinge. Ich bin jetzt gerade erst aufgestanden, habe mich jetzt gleich ans Video gehockt. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt gleich mal in den Bitcoin-Chart. Wir sind jetzt heute Nacht aus unserer Bullflag ausgebrochen. Und zwar mit ein bisschen Volumen, sieht man hier unten ein bisschen schwächer. Auf jeden Fall, Volumen war vorhanden. Finde ich, ist auf jeden Fall relevant, dieses Breakout. Wir hatten gestern hier nochmal einen Bounce in dieser 4-Stunden-Demand-Zone. Habe ich euch auch in die Gruppe gepostet, dass wir hier auf jeden Fall noch ordentliche Unterstützung haben. Schlimm wäre es erst gewesen, wenn wir hier unter diese 45.700 US-Dollar gekommen wären. Also wirklich alles noch gesund aus. Ich dachte sogar, wir gehen noch ein bisschen tiefer, dass wir hier vielleicht nochmal unsere Trendlinie aus der Bullflag nochmal berühren. Wir hatten hier momentan keinen Retest. Interessanterweise, ich glaube, der Ronny hat es in die Gruppe gepostet. CME Gap wäre jetzt genau anscheinend hier mit einer Bestätigung der Bullflag. Ich vermute es aber ehrlich gesagt nicht, dass wir dann dieses CME Gap jetzt sofort wieder schließen, beziehungsweise am Montag. Jetzt ist es erstmal interessant, was ich ja in den letzten Videos angesprochen habe. Wir haben hier unser Golden Pocket bei ungefähr 49.000 US-Dollar. Ich habe jetzt gerade, ich glaube, ich habe es auch in die Gruppe gepostet, die ersten 10% Profite mal genommen. Die sind safe. Mein Stop-Loss habe ich jetzt mittlerweile unter dieser 4-Stunden-Demand. Auch weil hier noch der Yearly R2-Widerstand ist. Sollte eigentlich relativ safe sein, ist jetzt ungefähr bei 46.200, somit knapp im Profit. Ich habe gestern auch nochmal meine Position hier unten ein bisschen aufgestockt. Entweder man geht das Risiko ein oder nicht. Auf jeden Fall war das hier eine gute Möglichkeit, entweder eine Long zu eröffnen oder nochmal die Position zu vergrößern. Momentan sieht es ja relativ gut aus. Wir sind bei 48.700 US-Dollar. Keine bearischen Anzeichen. Das Einzige, wir kommen jetzt langsam hier im 1-Stunden-RSI wieder in den überkauften Bereich. Würde auch relativ gut passen, wenn wir jetzt wirklich hier in Richtung des Golden Pockets noch steigen. Was ich dann hier erwarte, entweder wir konsolidieren hier ein bisschen, bringen den RSI nochmal ein bisschen runter, kriegen vielleicht dann nochmal diese Bestätigung hier auf die Bull Flag, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht als bullisches Zeichen ansehen würde, weil es wirklich ein heftiger Rückschlag nochmal wäre. Oder wir konsolidieren hier, gehen in Richtung 0786er. Wäre jetzt mein Favorit, habe ich auch im letzten Video gesagt, wir gehen ins 0786er. Werden hier rejected ins Golden Pocket, konsolidieren hier und versuchen dann wirklich endgültigen Breakout in Richtung All-Time-High, beziehungsweise Zwischenhoch bei 52.700. Das Preisziel von unserer Bull Flag kann ich nochmal gerne einzeichnen. Und zwar, da wären wir ungefähr, nachdem wir jetzt hier ausgebrochen sind, ungefähr bei 52.000 US-Dollar. Was da natürlich interessant wäre, wir haben dann somit noch kein höheres Hoch gebildet. Wir müssen unbedingt hier über diese 52.800, 52.900 US-Dollar, damit wir hier nicht möglicherweise dann irgendwann mal einen Doppeltop bilden. Dafür ist es aber jetzt wirklich zu früh momentan, sieht wirklich alles bullisch aus. Nehmt am besten Profite, jetzt möglicherweise mal 10%, lieber zur Sicherheit. Schlaft da eindeutig ruhiger und müsst nicht die ganze Zeit auf den Chart gucken. Und genau, dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal zu Ethereum rein. Ethereum habe ich ja auch erst die Bull Flag auf dem Schirm gehabt. Mittlerweile bin ich hier eher bei so einem Falling Broadening Wedge. Aus dem Hinblick, wir hatten hier gestern nochmal, nachdem Bitcoin nochmal einen ordentlichen Abverkauf hatte, beziehungsweise diese paar Stunden wirklich um die 47.600 rum getradet ist, 46.600, sorry, ich muss nochmal kurz nachgucken, 46.700, genau, habe ich jetzt die Linien nochmal ein bisschen anders gezogen, würde auf jeden Fall mehr Sinn geben. Wir sind ja auch die ganze Zeit in einem Trendkanal. Widerstand, Support, Widerstand, Support. Hatten jetzt hier unten heute Nacht einen schönen Bounce und momentan kämpfen wir hier ein bisschen mit unserer Widerstandslinie von oben. Was interessant ist, wir sind bei Ethereum, kann ich euch mal zeigen, genau hier am Golden Pocket rejected worden. Heißt, wir hatten das noch nicht als Widerstand, die Zone ist jetzt aber wiederum ein bisschen schwächer geworden. Wir könnten jetzt natürlich hier, wenn ich jetzt mal das Preisziel vom Falling Broadening Wedge nehmen, würden wir genau ans 0786er kommen. Ungefähr hätte ich jetzt mal gesagt. Dann steht auch hier der Plan ungefähr, dass wir hier wirklich in Richtung 0786er aufsteigen. Golden Pocket hoffentlich als Support bestätigen, ein bisschen konsolidieren und dann wirklich hier das Breakout nach oben starten. Wäre jetzt auf jeden Fall mal mein Ziel jetzt für die nächsten Stunden. Auch wenn man deutlich sieht, ich kann es euch mal in der Bitcoin Dominance zeigen. Wo haben wir es denn? Gehen wir mal in den Tageschart. Dass Bitcoin hier eindeutig ein bisschen aufholt. Man sieht es an den Altcoins. Die Altcoins sind deutlich stärker gefallen gestern nochmal im Laufe des Tages.
Und wenn jetzt Bitcoin pumpt, sieht man es auch, die Altcoins pumpen weniger. Also Bitcoin Dominance sieht eigentlich relativ gut aus. Was ich im letzten Video, was mir im Nachhinein aufgefallen ist, im Endeffekt muss man da immer aufpassen mit der Bitcoin Dominance. Es heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir jetzt hier straight Richtung neues All-Time-High gehen. Es kann genauso so sein, Bitcoin korrigiert. Die Alts fallen dadurch ein bisschen stärker, deswegen steigt die Bitcoin Dominance. Muss man auf jeden Fall mal im Auge behalten. Wie gesagt, ich habe es euch ja, glaube ich, im vorletzten Video gesagt. Wir hätten hier eine Bullish Divergence. Es sieht alles relativ gut aus. Wir haben doppelten Boden hier auf dem Tageschart. Also was das anbelangt, bin ich auf jeden Fall bullish weiterhin gestimmt, solange Bitcoin keine Korrektur etc. macht. Sieht es alles relativ gesund aus. So, dann können wir noch mal kurz zu Cardano gucken. Aber nicht in den Tageschart, sondern gehen wir jetzt mal in den 1-Stunden-Chart. Cardano hatte gestern Abend auch nochmal beim Bitcoin-Abverkauf, bei diesem kurzen, genau unsere Trendlinie und genau unsere Supportlinie nochmal getestet. Sind genau ins untere Ende gekommen, haben dann hier einen Bounce gesehen. Problem bei Cardano ist weiterhin, wir haben hier deutlich abfallendes Volumen. Also hier erwarte ich auch auf jeden Fall in den nächsten Tagen nochmal einen ordentlichen Move, entweder nach oben oder unten. Lässt sich momentan noch nicht wirklich sagen. Das Head and Shoulders ist für mich jetzt relativ invalide, also gefällt mir gar nicht. Wie gesagt, die Support-Zonen sind weiterhin hier unten, bei ungefähr 2,13 $ bis ungefähr 2,05 $. Auf jeden Fall im Auge behalten. Hier hätte man theoretisch am Ende der Trendlinie mal einen Long Trade aufmachen können, aber dann wirklich ganz schnell einen Stop-Loss wieder auf Einstieg setzen, damit man hier gar keinen Verlust ungefähr macht. Jetzt wird es auf jeden Fall interessant, ob wir hier vielleicht mal einen Rebound sehen. Wichtig ist auf jeden Fall, hier das letzte Hoch rauszunehmen bei 2,58 $ und dann vielleicht hier oben in unsere Widerstandszone bei 2,79 zu steigen. Müssen wir jetzt auf jeden Fall mal beobachten. Wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall Volumen bei Cardano, weil momentan gefällt mir das überhaupt nicht. So, dann würde ich sagen, war es das mit der Chartanalyse. Nachdem ihr euch noch ein paar Altcoins gewünscht habt und ich jetzt ehrlich gesagt nicht viel Zeit hatte, noch irgendwelche Altcoins anzugucken, wird es später auf jeden Fall bei CryptoGuru noch zwei Altcoins geben erstmal. Und zwar, das sind dann AVAX und VeChain. Kommt noch eine Analyse später. Und morgen, da könnt ihr auch später bei CryptoGuru auf der Instagram-Seite abstimmen, werden noch vier Coins rausgesucht. Zwei davon, die mit den meisten Abstimmungen, werden dann morgen nochmal zusätzlich analysiert. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mitmachen. Gut, dann würde ich sagen, war es das schon wieder für heute. Ich werde mich auf jeden Fall, ich bin jetzt heute den ganzen Tag unterwegs, ich werde versuchen, mich immer zwischendrin mal zu melden, wenn es irgendwas zu updaten gibt. Und genau, kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Ich habe die Links nochmal aktualisiert. Anscheinend gab es da immer noch ein bisschen Probleme. Ich weiß nicht, woran das liegt. Auf jeden Fall unter jedem Video wird jetzt auf jeden Fall immer nochmal der Link stehen. In der Videobeschreibung steht sowieso. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, ladet Leute ein, sorry. die sich für Krypto interessieren, die Bock haben, traden zu lernen, etc. Kommt auf jeden Fall gerne in die Gruppe. Und genau, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, um mich zu unterstützen. Und dann sehen wir uns morgen wieder, beziehungsweise hören uns wieder. Und stay crypto.